Zuletzt bei New Super Mario Bros. DS. Die siebte Welt hat es wirklich geschafft, in jedem Level ein Level-Element zu haben, welches mich massiv auf die Palme brachte. Mit wirklich vielen Toten und blank liegenden Nerven konnten wir uns aber erfolgreich durch die siebte Welt boxen und auch den Boss, einen Blitz-Lakitu, besiegen. Und nun stehen wir in der achten Welt. Das erste Level war nur ein verdorrter Wald mit vielen Gegnern, aber ob das schon alles ist, das wage ich zu bezweifeln. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde von New Super Mario Bros. DS, willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob ich lieber einen Maxi-Pilz oder einen Maxi-Pilz mitnehmen soll. Eigentlich keins von beiden, ich hab's euch schon erläutert. Ich finde das Item ein bisschen, naja, fehl am Platz, wenn man die Level nicht kennt, die man spielt. Ist auch jetzt erstmal vollkommen egal, Freunde. Wir sind in Welt 8. Das ist die letzte Welt dieses Spiels und wir müssen uns jetzt hier einmal erfolgreich durchmogeln. So, was genau geht jetzt hier ab? Das ist jetzt ein Level, bei dem der... Danke. Bei dem der Wasserstand erhöht wird und da ist doch bestimmt ein Item drin. Das sollte mich jetzt bestimmt einfach nur in diese Mechanik einführen. Und ich nehme jetzt extra hier die Feuerblume. Exactement. Dass ich an der Stelle eine neue Feuerblume bekomme. So. Es ist jetzt schon ziemlich viel... Ich sehe eine Mini-Röhre, Freunde. Meine Freude ist wirklich unaufhaltsam. Es ist großartig. Nein, davon lassen wir uns jetzt nicht die Laune verderben, Freunde. Keine Sorge, so leicht bin ich nicht zu triggern. Es ist nur lästig. Ist da unten was? Weil die Kamera ging gerade mit. Ich glaube zwar nicht, aber bei Mario Bros. DS weiß man nie. Deswegen überprüfe ich das mal, okay? Das passt. Ja, also, wir werden das Level nochmal spielen müssen. Wir müssen uns dann noch aus Welt 1 einen Mini-Pilz holen. So. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, ist hier noch mehr? Okay, vielleicht ist die Mini-Röhre Starcoin 1, aber es ist halt einfach bisher noch nichts passiert. Das ist fucking gruselig. Okay. Naja, eigentlich theoretisch kann ich ja immer nach oben, wenn ich will. Also ich habe halt Angst, zu viel kaputt zu machen, aber... Was sind das für weirde Level? Was sind das für Level? Ja, wow. Da konnte ich ja viel dafür. Geil. Wir spielen es eh nochmal. Aber das Problem ist, ich spiele es ja dann mit Mini-Pilz. Ne, da kann ich ja dann... Ach du Scheiße. Okay, so, wir erhöhen jetzt erstmal das. Damit erhöhen wir auch hier diese Röhre. So, ich muss es hier überprüfen. Okay, da geht's rein. Ist das ein Secret oder ist das der offizielle Weg? Okay, ich bin sehr verwirrt, Freunde. Dieses Level verwirrt mich massiv. So, ich werde dann an der Stelle einfach mal das so machen. Ich nehme mal hier den Weg. Aha! Freunde, ich habe ausnahmsweise mal den richtigen, ne? Ist das Starcoin Nummer 3? Ja. Okay, das heißt, Starcoin Nummer 1 ist wahrscheinlich beim Mini-Pilz. Starcoin Nummer 2, ja, da sind wir gerade grandios dran vorbeigedüst. Und Starcoin 3 haben wir. Erfolgreiches Level, ne? Oder so. Und bei exakt 100 Ingame-Sekunden, ne, beenden wir dieses Level. Ja, dann gehe ich mal in Welt 1-4, welches ich im Laufe dieses Spiels schon das ein oder andere Mal gespielt habe. Und hol mir den Mini-Pilz. So. Ich glaube, ich kann ja auf dem Wasser laufen als Mini-Mario. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was hier drin ist. Ja, eine Starcoin kann ich an der Stelle noch nicht finden. Dann stellt sich mir allerdings die Frage, wo die ist. Na, das macht natürlich das Suchen nach Starcoin 1 ein bisschen spaßiger. Aber ist jetzt natürlich nicht gerade das Erlebnis, was ich gewollt habe. Es ist so ein Trash. Es ist... Jetzt kommt... Ah, ich wurde jetzt nach Starcoin 2 rausgelassen. Geil! Kann ich das noch irgendwie schaffen? Nein, ich glaube nicht. Was soll das? Also jetzt mal Real Talk. Was ist das für eine Design? Das ist doch dumm. Das ist doch einfach dumm. Und töten brauche ich mich jetzt auch nicht mehr, weil... Ach, komm. So,
So, die habe ich. Das ist die 1. Das ist die 1. Okay, jetzt wird's interesting. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon alles davor abgesucht, ne, was hier abgeht. Warte mal, die habe ich schon genommen, die Röhre. Jetzt kann ich einmal... Ja, hier hochschauen. Kot! Aber wir können das Wasser einfach nochmal steigen lassen, ne? Wir können das Wasser einfach nochmal steigen lassen. Okay, also die Mini-Röhre, mal wieder ein useless the shit of Doom. Nicht nur, dass man nicht mal Mini-Pits... Oh, scheiße, ich glaube, ich kann die nicht mehr kriegen. Ich glaube, ich kann die nicht mehr kriegen, weil ich den Enemy erledigt habe. Ich liebe mein Leben. Wartet. Das war todesknapp. Okay. Wir haben alle 3 Starcoins. Ja, dieses Level fällt für mich eher unter die Kategorie Trash. Also es ist sehr kurz. Besteht irgendwie nur aus einem Level-Element, was wirklich eher lieblos umgesetzt wurde. Es gibt halt so 4 Räume, in denen ein bisschen das Wasser steigt. Ja, und ein Mini-Pilz-Röhrenbait. Also... So, what the fuck? Und die 2. Starcoin einfach nur, ja, Try and Error. Du hast dann keine Chance, noch ranzukommen. Ah, nee, die erste. Es ist ja die offizielle erste. Es ist weird. Gut. Dann können wir uns jetzt hoffentlich wieder einem besseren Level widmen, welches es schafft, mich mehr abzuholen. Nämlich der Turm der 8. Welt. Oh yeah. Sich bewegende Plattformen. Oh, da habe ich doch direkt was gespottet, Freunde. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber hey, wir haben Starcoin 1 bereits gefunden, ne? Würde man aber, glaube ich, auch von oben noch sehen. Also jetzt nicht zu crazy versteckt. Da unten wäre jetzt ein Hammerbruder, der ein Item für mich hat. Ich weiß aber nicht, welches das ist. Und dementsprechend chill ich jetzt hier erstmal. Oh, ey, jetzt machen sie echt nur noch Level, wo man nicht mehr so selber den Speed so wirklich einstellen kann, ne? Immer noch mit irgendwelchen Intervallen von irgendwelchen anderen Dingen und es ist so... Deswegen mag ich häufig immer die ersten Welten aus Mario Bros. Spielen lieber, weil keine Ahnung, da fühlen sich die Level irgendwie einfach gameplay-technisch interessant an. Ich meine, es ist natürlich herausfordernder und es ist nur ein ganz persönlicher Geschmack von mir, dass ich nicht so ein Fan hiervon bin. Aber irgendwie die ersten Level von den Mario Bros. Spielen sind immer, ich weiß nicht, kurzweiliger, unterhaltsamer. I don't know. Die hinteren, in Anführungszeichen, schwereren Level-Elemente, finde ich, spielen sich einfach nicht mehr so interesting. Aber hey... Ich will mich nicht bestellen. Es ist nur die Frage, ist da unten was? Nee, sieht nicht so aus. Wir würden, glaube ich, eine Starcoin sehen, wenn die von diesem Steinblock verdeckt werden würde. Dem ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier weiter, müssen uns ducken und dann einmal durchpümpeln lassen. Sehr schön. So, und das sieht doch sehr nach Starcoin 2 hier oben aus, oder? Obviously nicht. Okay. Interessant. Dann hier drüben, maybe. Aber ich meine, wir kommen hier auch von hier rein, ne? Exakt. Stabil. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Okay, ich hab sie. Und die Käfer laufen nur da unten lang. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier hin. Bin da auch erstmal wieder sicher. Und dann nehme ich jetzt auch gleich meine... Oh, wow. Okay. Checkpoint. Dann nehme ich jetzt auch an der Stelle gleich meine Feuerblume. Dass, wenn wir jetzt gleich wieder ein Item finden, was ich natürlich hoffe, dass das dann ebenfalls wieder eine Feuerblume sein wird. So, was geht hier ab? Zerquetscht werden kann ich hier ja erstmal nicht. Da ist ein Trampolin. Okay. Erstens, was ist da unten? Zweitens, warum kriege ich da ein Trampolin? Mehrere Dinge, die mich gleichzeitig stutzig machen. Ich schaue mich jetzt erstmal hier unten um. Warum kann ich hier rein? Okay, es ist wirklich nur für Coins. Aber hier war ja auch gerade der Checkpoint, aber hier ist auch schon einfach gleich das Level vorbei. Das ist sehr confusing. Ich bin mir sicher, dass wir das Trampolin brauchen, oder? Nee, irgendwie so wirklich brauchen können wir das ja nicht, ne? Aber kann da überhaupt noch eine Starcoin kommen? Aber ich meine, wir hatten ja gerade die 2. und da war auch der Checkpoint und alles. Da oben ist sie. Doch, wir brauchen das Trampolin. Oh, wow. Das ist auf mehreren Ebenen skurril, dass da einfach so ein Block vorbeischwebt. Ich gleichzeitig random einen unsichtbaren Block finde und what the fuck? Oh, okay.
Und Bowser Jr. lernt definitiv wohl auch dazu. So, hier geht es ja einfach nur darum, dass wir in der letzten Phase seine Shell treffen. Okay. Aber prinzipiell, sag ich mal, wir haben einen recht eingeschränkten Bewegungsfreiraum. Es geht nur um die letzte Phase. Das ist die schwer zu erwischen ist. So, 2 von 3 Treffer. So. Der Kollege springt jetzt... Oh ja, wow. Scheiße, springt jetzt auch. Shit. Okay. Früh genug springen. Mist. Oh, wow. Der Bounce, das habe ich nicht gesehen. In allen anderen Kämpfen bisher war es immer so, dass einfach... Ja, dass die Shell dann weg war. Dann kann er sich ja selber treffen. Theoretisch. Oder? Ich meine, wäre nur logisch. Oh nein. Ich hasse dieses Item. Ich werde immer dafür geflamed, dass ich dieses Item nicht mag. Aber ein Item, was mich in eine unstoppable Kanonenkugel verwandelt, sobald ich anfange zu sprinten, ne, ist jetzt einfach nicht mein präferiertes Item. Muss ich einfach zugeben. Sorry an alle Blue Shell Fans. Da muss ich hoch. Okay, da muss ich hoch. Sehr schön. Das ging einfach. Stabil. Da gebe ich nochmal kurz die Blue Shell vor dem Kampf ab. So, also. Der Panzer kann reflektieren und der Kollege hüpft. Dinge, die ich wissen muss. Beziehungsweise die ich jetzt weiß. So, aber nur beim dritten Mal ist er gehüpft, ne? Genau, jetzt sprintet er wieder. So. Da kommt die Shell ja schön langsam. Die nehme ich mir, feuer sie mir in die Fresse. So, ich glaube, jetzt wird er hüpfen. Das heißt, jetzt wahrscheinlich unten durchlaufen. So sieht's aus. Jetzt sprintet er wahrscheinlich. Exakt. So. Und jetzt kommt die schnelle Shell, die auch reflektieren kann. Haha! Scheiße! Okay, hüpfen. Jawollo! Und so können wir ihn auf die etwas andere Art und Weise besiegen. Puh. Okay. Gar nicht so unherausfordernd, wobei jetzt, ich muss auch sagen, dass Feuer jetzt nicht unbedingt bedrohlich war. Aber hey, ich sag mal, jeder Gegenstand in einer Arena, der einen killen kann, sorgt für mehr Druck im Kampf. Aber prinzipiell nichts Schlechtes. Und was ist das da? Oh, dieses Pilzhaus dort oben habe ich noch nie gesehen. Oder ist das ein normales Mushroom-Haus, also ein Item-Haus? Das sah irgendwie so klein und lila aus. Oder so magenta-mäßig. Sag mal, warum ist denn jetzt hier jedes Level ein Unterwasser-Level? Was soll das? Wir sind in der finalen Welt, ein Lava-Gruselwald. Jetzt kommt die zweite Unterwasser-Stage. Gott verdammt. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass mir diese giftig aussehenden blauen, gelben Bubbles mir wehtun. So, hier mal auf Abstand bleiben. Sobald die einmal geschnappt haben, haben die ja quasi eine kleine Auszeit. Die Frage ist nur, kommt der Big Papa auch wieder? Oder ist das jetzt eine Stage, die rein den Kleinen zur Verfügung steht? So. Den Kollegen muss ich jetzt erstmal schnappen lassen. Genau. Wow. Wie soll man das denn bitte machen? What the fuck? Okay. Also ich habe noch keine Starcoin gesehen und auch noch keine Röhre und so. Also... Ich meine, es kann halt sein, dass ich jetzt hier zum Beispiel nach rechts muss, weil das Spiel sagt, okay, geh jetzt hier unbedingt nach oben und da bist du safe. Und wenn ich dann hier nach rechts gehe, nee, alles klar. Okay, dann düse ich einfach mal weiter nach oben, ne? Wir sind auch noch nicht so weit. Was, hier ist so ein Checkpoint? Schau mal bitte unten auf die Karte. Wir haben nicht mal ein Viertel der Map geschafft. Oh, und da ist Big Papa. Okay, alles klar, Meister. Ich kann nicht schneller als so. Das heißt, ich muss jetzt hier... sehr aufpassen. Okay, hier ist jetzt das und da ist das. Ich hätte safe was vergessen. 100%. Ich versuche nur alles im Blick zu behalten. So, da ist ein Run-Up. Brauche ich unbedingt. Safe habe ich schon was verpasst. Irgendwie weiter unten. Oh, kacke. Den hätte ich aktivieren müssen. Okay, damit habe ich mir jetzt wahrscheinlich gerade Starcoin 1 verbaut. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe halt noch nichts gesehen, aber ich kann halt auch... Man kriegt halt nicht alles auf den Screen. Also ich weiß halt nie, ob ich oben und unten alles gesehen habe. Okay. Das ist jetzt Nummer 1. Okay, Freunde, wir sind noch am Start. Da oben. Ich muss... Scheiße, jetzt bin ich gerade... Jetzt, okay. Starcoin Nummer 2 ist am Arsch. Und du... Dich nehme jetzt auch noch mit. So, vielleicht schaffe ich das ja. Okay, dieses ganze Level besteht einfach aus der Flucht. Ich könnte jetzt Starcoin 3 unten verpassen. Wow, okay, so viel dazu. Das hat gut funktioniert. Oh Gott. Ich gehe mal unten lang. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist. Ja, wow. Man hat gar keine Chance, daran zu kommen. So, jetzt, Freunde, jetzt muss es laufen.
Okay, Freunde. Hoch! Okay. Also, wow, hier ist aber auch noch ein grüner Ausgang. Okay, keine Ahnung, wo der mich hinführt. Aber wir müssen das Level nochmal spielen. Denn StarCoin 2 ist leider mir vorbeigezischt. Ich habe sie gesehen, aber ich war körperlich nicht mehr in der Lage, zu ihr zu gelangen. Aber ja, das passt. Nächstes Level geschafft. Und wir machen das kurz nochmal. So sieht das also aus, wenn man hier den P-Switch aktiviert. Das ergibt sogar, die Münzen haben eine. Ich glaube, offiziell ist das ein Unagi. Ein Unagi ergeben. So, ich bleibe direkt oben, weil ich ja weiß, dass sich StarCoin 2 am oberen Bildschirmrand befindet. Und dadurch, dass ich auch die Feuerblume habe, kann ich sogar einmal getroffen werden. Yes, guys. Jawollo! Top Sache. Jetzt muss ich nur noch durchkommen. So, dann schauen wir mal nach. Ist das hier oben wirklich ein normales Itemhaus? Es sieht so, wie gesagt, so pink aus. Aber es kann eigentlich nur das sein. Also ich glaube nicht, dass die in der letzten Welt nochmal ein neues Itemhaus einführen. Das ist, glaube ich, einfach der Farbeffekt hier. Ja, wollte gerade sagen. Okay. Will ich überhaupt ein Item? Nee, ich will eigentlich kein Item. Also ich will keine Cooper-Share, bin ich ganz offen. Und den Rest brauche ich auch nicht. Ich glaube, das Haus wird nicht mehr abgebaut, wenn ich gehe, ne? Richtig. Ja, optimal. Gut, dann machen wir gleich 8-4 hinterher. Vielleicht ein Unterwasser-Level, ne? Who knows? Nee, das scheint tatsächlich über Wasser stattzufinden. Aber eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, da muss ich das Spiel leider auch ein bisschen für kritisieren, auch wenn ich es wirklich großartig finde. Aber die Musikauswahl ist halt auch in dem Game beschränkt. Na, also wir sind jetzt in einem Endlevel, also das heißt in einer Finalwelt-Level und hier läuft jetzt einfach random die Geisterhausmusik. Gerade eben im Unterwasser-Level lief die ganz normale Untergrundmusik. Also, I don't know. Das ist irgendwie ein bisschen lieblos. Und wie viele Spinnen wollt ihr spammen? Ja. Was ist das? Okay, also hier spawnen jetzt wirklich, sobald ich mich bewege, im 2-Sekunden-Takt Spinnen. Okay, aber da oben ist ein Item, wenn ich das, eine Sack, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dann hüpfen wir hier mal. Woo! Jawollo! Mann, ich habe das Gefühl, ich bin in letzter Zeit so hart zu dem Spiel. Ich will das eigentlich gar nicht sein. Aber irgendwie gerade jetzt in den hinteren Leveln gefallen mir einfach manche Designentscheidungen nicht. Wir hatten dieses, in Welt 7 hatten wir dieses Para-Koopa-Spam-Level. Das ist jetzt einfach nur ein Spinnen-Spam-Level. Es ist irgendwie so, uff, I don't know. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wär mehr drin gewesen. Es wirkt so lieblos. Ist das falsch, wenn ich das sage? Ich sage das auch eher aus Liebe zu dem Game. Nicht, weil ich es schlecht reden will. Sondern weil ich mir irgendwie noch mehr erhofft hätte. Nein, da ist schon wieder eine Mini-Röhre. Mann! Das ist doch zum Heulen. Was soll das? Keine Ahnung, was da ist. Ich glaube nicht, dass es... Boah, ey, wie dick ist das Spiel? Oh, wow. Ist in der Mini-Röhre StarCoin 3 drin? Ich gehe da mal in 1-4, hole einen Minipilz, spiele das ganze Level mit Spinnen-Spam hier mit einem Minipilz durch, um dann eventuell StarCoin 3 zu bekommen, vielleicht aber auch einfach nur wieder ein liebloses Bonus-Level, ich weiß es nicht. Alter, Freunde, wenn ich euch eine Fail-Compilation machen würde, wie häufig ich auf dem Weg hierher gestorben bin, das ist unfassbar. Und jetzt habe ich den Luxus, das Ganze am PC zu spielen, dass ich mir am Anfang des Levels einen Safe State setzen kann, ne? Dass ich hierher komme. Es ist so unfassbar beschissen. Es ist so ein... Ohne Witz. In jedem Mario... Wenn dieses Level in Mario Maker 2 landen würde, würde jeder den Entwickler als Gegner-Spam-Kiddy bezeichnen, der einfach keinen Plan hat und als Zielbedingung irgendwie hat, keine Ahnung, finde die geheime Münze, die so übelst unmenschlich Asterzahl versteckt ist. Und man kriegt kein... Oh mein Gott, ist das Trash! Also ohne Spaß, Welt 8 ist bisher mit Abstand die Schwächste. Also das ist wirklich... Also, das ist doch kein gutes Level-Design mehr, das ist einfach nur Müll! What the fuck? Oh shit, ich habe mal wieder gar keinen Überblick jetzt darüber, wie lang die Folge ist, weil ich wieder so viel cutten muss. Ich mache jetzt noch hier dieses One-Up-Haus und dann machen wir Schicht im Schacht für heute. Also, eventuell wird die Folge wieder etwas kürzer, bloß ich verliere mir etwas den Überblick, wie lang hier so eine Folge geht, wenn ich immer so viel cutten muss.
Und ich brauche jetzt einfach eine Pause. Ich meine, wir haben, glaube ich, nur ein paar Level geschafft. Also es kann sein, dass das eventuell... Yo, stabil. Es kann sein, dass das eventuell die kürzeste Folge aus dem Projekt ist. Aber hey, so. Ich denke, ich habe genug gelitten für heute. So, richtig schön viele Run-Ups. Eventuell schaffen wir die 99 sogar noch, bevor wir hier zum Final Boss kommen. Denn ich glaube, wir wissen alle, Freunde, dass das nicht das Final Castle sein wird. Guys, danke fürs Dabeisein bei New Super Mario Bros. DS, was mich heute minimal getriggert hat. Eventuell wird das Castle besser und ich vermute mal, dass wir hier noch ein bisschen extra Content bekommen in der letzten Welt. Danke fürs Dabeisein, euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Ryoma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.